hat in der von Menschenhand geschaffenen Kulturlandschaft eigentlich keine Daseinsberechtigung. Eine Demo gegen den Wolf hat am Samstag rund 3000 Menschen nach Aurich geführt. Dazu eingeladen hatten die Landwirtsvereinigung Landschaft Verbindung und der Friesische Verband für Naturschutz und ökologische Jagd. Wir wollten von den Teilnehmern der Veranstaltung wissen, was sie im Umgang mit dem Wolf für den richtigen Weg halten. Also ich denke, eine Vergrämung würde bedenkt was bringen. Ich denke, er muss einfach vertrieben werden und das geht eigentlich nur durch einen Abschuss. Warum werden die nicht mit ins Jagdrecht genommen? Wölfe, Füchse werden auch gejagt. Warum geht das bei Wölfen nicht? Also es muss doch auch irgendwie funktionieren. Das muss reduziert werden oder auf ein bestimmtes Maß gehalten werden. Und dann kann man das auch aushalten, aber unkontrolliert vermehren lassen kann man das nicht, das geht nicht. Wir sind so der Meinung, ausgerottet werden soll er jetzt nicht, aber halt so, dass das in Grenzen gehalten wird, weil der kann sich jetzt ja auch einfach vermehren, er hat ja keine Feinde hier so, dass halt einfach so in Grenzen gehalten wird und halt sich nicht so vermehren kann. Ja, eben mit Kastrieren und vielleicht auch mit Zäunen, dass das finanziert wird, ja. Gute Beispiele haben wir in den skandinavischen Ländern, zum Beispiel in Schweden oder in Norwegen. Dort hat man also einmal endlich auch einen Höchstbestand für die Regulierung festgelegt und sagt also, so und so viele Wölfe können bei uns im Land leben. Und diese Höhe des Bestandes wird auch wieder eingehalten durch regulierenden Abschuss und man hat auch die Schutzjagd. Das heißt, wenn sich Wölfe also Herden nähern oder der Tierhaltung nähern, dann dürfen sie entnommen werden oder geschossen werden. Das läuft schon sehr gut. Ich glaube, gerade Norwegen hat wieder 37 Wölfe zum Abschuss freigegeben. Wenn man da erstmal den Wolf so weit wieder zurück verdrängen kann, dass er auch wieder Angst vor uns Menschen hat und auch vor den Weidetieren. Aber letzten Endes sind wir hier in Ostfriesland relativ dicht besiedelt, wo ich dann meine, dass er eigentlich hier in dieser Gegend ganz ausgenommen werden muss. Ja. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung und auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Es ist wirklich beeindruckendes Bild. Ich möchte genau wie meine Vorredner auch anfangen, mich zu bedanken für alle, die das hier wirklich.